Einen Tag vor Weihnachten verwandelt sich die Göppinger EWS Arena zum letzten Mal im Jahr 2015 in die berühmt-berüchtigte Hölle Süd. Denn ab 20.15 Uhr empfangen die Handballer von Frisch auf Göppingen in der Bundesliga den SC DHFK Leipzig. Der Aufsteiger aus Sachsen hat bislang eine furiose Saison gespielt und vielen etablierten Erstligisten das Leben schwer gemacht. Daher erwartet Frisch auf Coach Magnus Andersson für den Mittwochabend eine kräfteraubende Partie. Beim Spiel gegen Leipzig muss Göppingen, genauso wie am 27. Dezember in Hamburg auch, ohne Linkshänder im Rückraum antreten. Denn Felix Lobedank unterzog sich am Montag in Basel einer Operation an der Achillesferse und wird daher für längere Zeit ausfallen. Und auch zwischen den Pfosten muss der von seiner Daumenverletzung zurückgekehrte Bastian Rutschmann noch vorsichtig eingesetzt werden. Man kann nicht sagen, er ist 100% fit. Sein Daumen ist besser, aber ich muss wieder Bälle halten in Training. Und das ist klar, es ist etwas mehr hier oben. Ich finde, für jeden Tag, für jeden Training wird es besser und besser und besser. Aber es ist klar, mit so einer schweren Verletzung ist das mehr etwas mit Kopf und ich muss ein Gefühl bekommen, dass alles ist in Ordnung. Aber Daumen ist gut, aber ihr müsst etwas mehr Sicherheit auch im Training bekommen. Die Partie wird am Mittwochabend um 20.15 Uhr angeworfen. An der Abendkasse gibt es noch vereinzelte Sitzplätze sowie ausreichend viele Stehplatzkarten. Zudem wird das Spiel live und kostenlos im Internet unter frischauf-gp.de übertragen.